Maraskan, Helmenport, im Jahre 1025 nach Bosbarans Fall. Die blutige See frisst sich wie ein Geschwür durch die Ozeane. Dämonenarchen verpesten das Wasser und die Heptarchen regieren ungeschlagen in ihren Domizilen. Die Helden haben ihre ersten Erfolge errungen und Hafax und Xeran die ersten Verluste beigebracht. Schiffe sind versunken, der Hafen Helmenport wurde überrannt, zerstört und geplündert. Der ehemalige Geweihte Ephadaios ist als Paktierer enttarnt und seine Geschichte der unsagbaren Tiefen endet. Damit beginnt das Kapitel des Feuersturms. Ihr steht am Strand, unweit des maraskanischen Dschungels. Die Sonne geht bald unter und die Insel erwacht wieder. Affen keckern umher, wagen sich aus den Baumreihen, schmeißen mit Früchten oder Kot. Die Vögel kreischen mehr, als dass sie singen. Und damit schreiben wir den 29. Zar. Früher Abend. Ephadaios ist gerade eben im Inneren des Schiffes verschwunden und ihr steht mit den anderen, noch immer feiernden Leuten auf dem Strand. Ja, nachdem Romilly dem Maat geholfen hat, die Toten zu beerdigen, wird sie kurz an Bord des Schiffes zurückkehren, sich zumindest einen Satz Unterkleidung holen, damit sie etwas bedeckt ist. Noch Reservekleidung. Wird dann gemeinsam mit ihrer Eule am eigenhändig ausgehobenen Grab ihrer Hexenschwester meditieren und um eine göttliche Vision bitten. Vielleicht hat die Göttin ja einen Hinweis, welche Prüfung sie mir noch stellen will und wohin mein Weg mich führen soll. Du hast den Vorteil prophezeien, ja? Was ich letztens eingenommen hatte, ist der Talentwert für heute auch um 5 Punkte noch erhöht für diese Nacht. Gut, dann würfel doch einmal. Schauen wir, ob die Göttin die antwortet. Was tun die anderen derweil, während Romilly am Grab ihrer Schwester verharrt, ihrer Hexenschwester, direkt vor dem Dschungel, vor dem Urwald? Jalan blickt Ahmad sehr konsterniert an, der ihm gerade dargelegt hat, dass Ephadaios sich doch sehr, nennen wir es mal nicht göttergefällig benommen hat. Rückt sich den Hut nochmal zurecht und winkt erstmal Kiaras, der irgendwo an der Ecke, glaube ich, auf einem Fass saß, herbei. Ja, und schon gut eine Krone hat. Nun, euer Gnaden, was schlagt ihr vor, dass wir tun? Direkt aufs Schiff hinterher oder sollten wir warten, bis er rauskommt? Nun, ich denke, er wird nicht mehr aus diesem Schiff hinauskommen. Wahrscheinlich würde er jetzt, wo er enttarnt ist, versuchen zu fliehen. Ich würde sagen, wir sollten versuchen, die Leute hier. Aber ich weiß nicht. Aber es muss sein. Ich würde sagen, wir müssen diese Leute hier alle darüber in Kenntnis setzen. Dann müssen wir das Schiff stürmen. Mir gefällt das nicht. Mir gefällt das überhaupt nicht. Der kontrolliert das Schiff von innen. Sollen wir da einfach so blind reinlaufen? Ich meine, spätestens wenn wir alle Leute hier draußen aufstacheln und versuchen, das Schiff zu stürmen, wird er merken, dass wir ihm auf den Schlichen sind. Dem stimme ich zu. Wir dürfen keinen Sturmangriff wagen. Die Männer sind müde, gerade aus dem Kampf heraus. Und wenn er merkt, dass wir kommen, wird er sich verschanzen. Nun, ihm ist aber bewusst, dass ich weiß, er mit den Dämonen im Bunde ist. Also wird er wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir versuchen, ihn zu stoppen. Ob wir jetzt mit vielen Leuten da reingehen oder nicht. Er wird so oder so versuchen, uns zu töten. Und wenn ihr euch irrt? Mit allem Respekt, aber. Ja, das ist selbst zugegeben. Das ist selbst zugegeben. Und ihr habt selbst gesehen, in was für eine abscheuliche Kreatur er sich verwandelt hat. Das ist wahr. Nun gut, nehmen wir die Labgarde mit und begeben uns aufs Schiff. Hoffen wir, dass es nicht gar so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Viel mehr als die 15 Mann können wir sowieso nicht gleichzeitig über den Steg an Bord bringen. Ich denke, der Rest hier, man schaut mal so über die ganzen Leute, die hier feiern und wahrscheinlich schon zum Teil besoffen irgendwo in irgendwelchen Ecken liegen, ist sowieso nicht mehr zu viel zu gebrauchen. Nun gut. Ogdan! Ja, Ogdan tritt dann auch gerade von den Gräbern auf euch zu. Sí, señor. Mach die Männer fertig und folge uns ruhig. Wir müssen auf dem Schiff ein paar Kleinigkeiten erledigen.
Es werde wohl. Also gut, Sabine, du nicht, Silea, auf geht's, schnappt euch eure Waffen und dann werden wir aufbrechen. Wieder einmal Helden sein. Gut, dann los. Und dann geht es mit Ahmad und den anderen über den Steg in Richtung. In Richtung Dämonenarche. Das gigantische Schiff, was sich hier vor einigen Augenblicken, vor etwa einer Stunde noch über den Steg gewalzt hat, die immer noch zerbrochenen Teile der gigantischen, dieses Schiffes, die Feuerbringer, die immer noch treibend dort liegen, schwimmen, auf den Grund gesunken sind, einige zerstörte Häuser platt gewalzt durch das unglaubliche Gewicht dieses Schiffes, was ihr auch über die Landflächen steuern könnt. Auf den Eingang zu, der dort wie ein gähnender Schlund auf euch wartet. Und während ihr in das nasse, modrige Reich eindringt, auf der Suche nach dem Paktierer, ihn zu enttarnen und seiner Macht zu enteignen, steht Romilly gerade ganz woanders. Auf einem Feld, gelbe Halme von Getreide um dich herum, sie ragen dir bis zu deiner Brust nach oben, alles blüht um dich herum. Mehrere Bienen schwirren um dich herum und in einiger Entfernung kannst du eine gigantische Stadt ausmachen. Größer noch als Gareth. 1000 Türme ragen nach oben, Hügel umrahmen den Flusslauf, der sich hier durch die Stadt schlängelt. Auf deiner linken Seite. Vor dir steht eine Frau in etwas altertümlicher Kleidung. Eine Toga? Nein, eine Stola. Sehr, sehr alt. Sie schaut dich freundlich an. Begrüßt ihr die Dame. Bin ich hier? Du bist kurz verwirrt, in welcher Zunge du sprichst. Bosbarano. Warum auch immer du dies tust, aber ebenso antwortet sie dir auf der gleichen Sprache. Du bist im tausendtürmigen Bosbaran, Schwester. Was hat dich hierher verschlagen? Bosbaran? Weiß es nicht. Eben war ich noch auf Maraskan. Du hast nach einer Vision gefragt. Sie soll dir gegeben werden. Stell deine Fragen. Was möchtest du wissen? Romilly schaut sich einen Moment ziemlich perplex und verwirrt um. Nun, hier in dieser Umgebung können wir miteinander reden, sprechen. Einst waren wir Sato-Schwestern anerkannt, geliebt, geduldet. Hast du dich nie gefragt, woran es liegt, dass dieser friedliche Schwesternkreis aus dem Kreise der Götter gebannt wurde? Dass sie zerrissen wurde? Nur noch ein Teil von Zar steckt in dem Götterkreis, der restliche Teil wurde verbannt. Hast du dich nie gefragt? Aber gibt es auch einen Weg? Eine Art, dass wir wieder den Respekt bekommen? Dass unsere Mutter wieder gejagt wird? Nun, um ein solches Werk zu vollbringen, was sicherlich möglich ist, müsstest du erst einmal die Gründe in Erfahrung bringen, wieso wir zerrissen worden sind und aus diesem Kreise verbannt worden sind. Die Zahl 12 mag doch sehr willkürlich sein, oder? Was dieses Edikt damals... Aber 12 ist wahrlich sehr willkürlich. Aber wo sollte ich meine Suche hin, um Antworten zu finden? Am besten hier in Bosbaran. Aber die Aufgabe, die du vor dir hast, ist sicherlich auch ebenso groß. Die Befreiung der blutigen See ist wichtiger, als du denkst. Kann ich alleine eine solche Aufgabe bewerkstelligen? In meiner Entscheidungen häufig mehr Opfer fordern, als sie Gutes bewirken. Bist du denn allein, Schwester? Mann. Dann solltest du dich an deine Kameraden wenden. Aldare ist hier bei uns. Es geht ihr gut. Und dir wird das später auch gut gehen. Trauere nicht um die Toten. Ich wusste, dass es ihr gut geht, aber immerhin. Damit umarme ich sie auch ein. Ja, du umarmst die Frau, die dich gütig lächelnd ansieht.
Und dann merkst du ein Stechen in deiner Bauchregion. Du wirst aus deiner Vision zurückgerissen und erwachst wieder am Rande des Dschungels. Wie es eine Vision ebenso üblich hat, man spricht nur in Rätseln. Man muss sich seine eigenen Gedanken dazu machen und als du die Augen aufschlägst, kannst du sehen, wie dort auf deiner Brust, auf deinem Bauch, Grasbüschel. Drei Stück, die sich dort niedergesetzt haben. Ein weiterer Grasbüschel auf deinem Knie. Und damit gehen wir wieder rüber in das stinkende, modernde Schiff. Durch die Gänge. Und ihr werdet dann relativ schnell von einer der Wachen angesprochen, die Ephadaios eben noch begleitet haben. Mein Herr, Ihre Gnaden, Ahmad. Die, ja. Die Magierin hat den Kapitän fesseln lassen. Bin mir nicht ganz sicher, sie sagte etwas von... Nun ja, wir sollen darüber schweigen. Sie ist jetzt gerade unten. Ja, bei den... Da, wo ein weiteres Gefängnis eingelassen worden ist. Ich verstehe. Wenn wir uns sofort dorthin unterwegs machen. Vielen Dank für die Information. Wie praktisch. Glücklicher Zufall. Oder hat sie auch etwas geahnt? Also Ahmad würde jetzt nach unten laufen. Ja, da seid ihr sowieso eingestiegen. Kurz die Treppe nach oben, wieder Treppe nach unten. Erreicht ihr dann Magistra Kohlrab, die hier gerade ihren Bannkreis schon zu Ende gezogen hat. Das ging wohl relativ schnell. Und Ephadaios liegt hier auf einem gigantischen Pentagramm, was auch gerade anfängt zu leuchten. Die Magistra dreht sich um. Kohlrab? Ja? Ich nehme an, ihr könnt euch erklären. Ich kann mich erklären. Nun, es sollte doch relativ offensichtlich sein. Sie deutet auf Ephadaios, dessen Irrhirn-Lederhaut nach unten gezogen worden ist und du kannst auf seiner Bauchseite einen großen Schlund erkennen, ein Loch mit, ja, sieht so ein bisschen aus wie kleine Fangzähne, die herausragen, schwarzer Schleim, der rausläuft und sapscht und sieht auch sehr, sehr chaotisch und widernatürlich aus. Bei allen 12 Göttern. Ich sprach bereits vor einiger Zeit mit Magister Prentigian und er klärte mich darüber auf. Ihr solltet vielleicht öfter mit, nun ja, mit euch einander sprechen. Magister Prentigian hat übrigens einen Abschiedsbrief hinterlassen, er wird nicht wieder zurückkommen und hat gemeinsam mit den anderen 4 Söldnern sich abgesetzt in Richtung des Waldes, jetzt wo wir es erreicht haben. Warum? Weil er nicht gewillt ist, unter einem Paktierer weiterhin zu dienen. Ihm war es also schon etwas länger bekannt und nun, ich dachte mir, nachdem die Sache etwas eskalierte, sollten wir vielleicht die Ordnung wiederherstellen. Vielleicht gelingt es uns jetzt ja mit einem richtigen Geweihten an Bord, nicht wahr, Ahmad? Ja, man sieht, wie Ahmad da auf dieses Gefängnis schaut, wenig angeekelt auf die Bauchregion schaut, dann der Blick zu der Magistra Kohlrab rüber wechselt, man ihr einmal zunickt. Ich bin für das Seelenheil hier zuständig, richtig. Und ich sehe, dass ein Diener des Efforts ihm nicht gewachsen ist. Vielleicht muss man wirklich mit der nötigen Härte durchgreifen. Gute Arbeit, Magistra. Ihr solltet euch zumindest über die neuen Strukturen etwas beraten. Mir ist es gleich, wer diese Ordnung hier aufrechterhält, aber irgendjemand sollte es tun. Und wenn ein Effortgeweihter gemeinsam mit einer Hexe nach oben zum Steuerbaum läuft und ihnen Fähigkeiten und Wunschpunkte zur Verfügung stellt, dann ist das doch etwas, was ich merkwürdig finde und nun, naja, aufgrund des Befehls von euch, Yalan, wurde dann der Eisenkragen wieder recht schnell entfernt, aber man sollte sich trotzdem Gedanken darüber machen, warum meine Ferdi so etwas zulässt oder sie sogar ermuntert. Selbst wenn sie es nicht besser weiß, man muss der Hexe nachsehen, dass sie keine Ahnung von Magie hat, aber selbst eine Ferdi sollte Grundkenntnisse besitzen.
Also gut. Wie geht es jetzt weiter? Frage an euch. Euer Gnaden, das hier ist fällt vollständig in euren Einflussbereich. Ich denke nicht. Der Kapitän dieses Schiffes ist gerade abhanden gekommen. In einem Gefängnis, in dem er sichergestellt werden kann, bis man zu einem Ort kommt, wo man ihn befreien kann. Ich denke, das wäre schon mal ein mögliches Reiseziel, wo man dann eventuell auch seinen Pakt brechen kann, als dies gewünscht von Ephadaios ist, was ich unseren derzeitigen Gesprächen doch stark entnehme. Außerdem braucht dieses Schiff nicht nur einen Kapitän, sondern auch jemanden, naja, dieses Schiff, was rede ich, die Dämonenarche, braucht auch einen Steuermann, der vertrauenswürdig ist und sich nicht auf die Versuchungen der Dämonen einlässt. Und dem stimme ich zu, wir brauchen auf jeden Fall einen Kapitän, doch sagt, wie funktioniert das mit diesem Steuermann? Man braucht das Schwert, das Schwarze. Damit kann man die Steuerfrau oben am Turm halbwegs bei der Stange halten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Schiff zu steuern. Die einfachste, wenn auch die nicht sehr ratsamste, ist natürlich, dass man paktiert. Dass man den Erzdämon seine Seele anbietet und bekommt als Dank dieses Schiff. Man kann natürlich auch jedes andere steuern, aber ich weiß nicht genau, aus welchen Gründen Ephadaios es tut, ob als reiner Machtgewinn und wann er seine Seele verpfändet hat. Das kann ich leider nicht in Erfahrung bringen, aber das ist die einfachste Möglichkeit. Dann steht uns natürlich noch dieses Schwert zur Verfügung. Es ist einmalig, einzigartig und von Borberat bzw. durch seine Hände in Auftrag gegeben, von ihm berührt. Das ist die schwerste Möglichkeit. Da ist zudem, nun, wie ich vermute, Energien aufsaugt. Ich konnte es bisher noch nicht in meine Finger bekommen, da es bis zum Zeitpunkt immer in Ephadaios Händen lag. Ich werde allerdings, wenn ihr es wünscht, Kapitän, eine Analyse anstellen, damit wir in Erfahrung bringen, was genau es von dem Träger erwartet. Dann gibt es noch die Möglichkeit, den wahren Namen dieses Schiffes zu erfahren, und mit diesem wahren Namen kann man es ebenso kontrollieren und steuern. Könnt ihr sowas? Ihr Blick ist versteinert. Sie sagt nichts. Menschenkenntnis in die Box. Kunde. Können natürlich Hallo, die anderen drei auch machen. Danke. Ach, dann bin ich ja so schlecht drin. Moment, das war falsch. Nochmal. Jetzt. Ja, ich gebe euch keine Informationen. Kolrab, sprecht mit mir. Könnt ihr so etwas? Das ist etwas, was sehr, sehr lange Zeit bedarf. Und sehr anstrengend ist. Magistra. Also keine Möglichkeit für uns. Seid ihr bereits den Dämon verfallen? Oder warum verschweigt ihr uns den wahren Namen? Ich guck Ahmad jetzt mal ein wenig entsetzt an. Wisst ihr etwas, was ihr nicht wissen, euer Gnaden? In der Tat. Diese Frau verschweigt uns Informationen, wichtige Informationen. Nun, ich hätte es bevorzugt, dass wir unter vier Augen noch einmal miteinander reden. In meiner Kabine. Denke nicht, dass so etwas notwendig ist. Auch wenn diese beiden Leute hier, wenn diese eine Person hier, man schaut Yalan an, nicht unbedingt die klügsten Entscheidungen in seinem jetzigen Leben hat, scheint er doch das Herz am rechten Fleck zu haben. Sie besitzen also euer vollständiges Vertrauen. Oh. Das ist jetzt natürlich, Ich sehe, dass ihr zögert. Also, ich möchte gerne mit euch unter vier Augen sprechen. Ihr habt also Informationen, die ihr diesen beiden Leuten hier vorenthalten wollt und nur mit mir teilen wollt? Das ist korrekt. Dann werde ich sie mir anhören und entscheiden, ob ich diese Informationen den anderen Leuten weitergeben soll. Und das ist weise. Also gut, ihr solltet vielleicht darauf achten, dass niemand diesen Kreis durchschreitet oder irgendetwas verwischt.
Ihr könnt auch erkennen, dass die Archenkäfer ihn meiden und hier nicht hindurch können. Auch von oben, sie deutet an die Decke, oder von unten. Es gibt keinerlei Möglichkeiten, dass er hier aus diesem Kreis eigenständig entkommen kann. Zudem würde ich um etwas Metall bitten, damit ich demnächst auch seine Hände einschmelzen kann. Das lässt sich machen. Lasst euch vom Quartiermeister aushändigen, was ihr braucht. Danke. Also gut, da wir hier noch vor Ort stehen und ich denke, dass wir noch nicht die Rückreise antreten, sucht mich auf, wenn ihr mögt, Achmat. Ich befinde mich weiter oben. Okay. Ja, ich denke, dass das ziemlich viel ist, komme ich gleich mit. Okay. Magister Kohlrab. Ja, Kiaras. Habt, vielen Dank. Ihr habt viel Blutvergießen verhindert. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Ich nicke hier noch einmal zu, dann gehe ich. Ja, Achmat, ich gehe auch. Ja, ich gehe auch mit raus. Glaubt ihr, wir können ihr trauen? Kohlrab meine ich. Nun, sie hat das Richtige getan und wenn ich diesen Kreis so sehe, wahrlich gute Arbeit geleistet. Und nein, ich glaube nicht, dass sie paktiert, doch ich kenne Magi und sie reden ungern über ihre Geheimnisse. Das ist nichts Ungewöhnliches. Es ist gefährlich, zu viele Geheimnisse zu haben. Genauso wie es gefährlich sein kann, zu viel zu wissen. Das ist durchaus wahr. Wissen ist Macht. Aber ich bin geneigt, ihr zu vertrauen. Verflucht, Brindigian. Haut in den Dschungel ab. Nun, ein noch weniger, das gefüttert werden muss. Ja, während ihr gerade durch die Arche herumstolziert, vielleicht auch wieder nach draußen geht, immerhin ist Romilly wohl noch da, die könnte noch informiert werden, könnt ihr sehen, wie wohl Jasper auf euch zugeht. Ah, meine Herren, schön, dass ich euch hier finde. Ich habe bereits gehört, dass sich die Strukturen hier an Bord etwas wandeln werden, nicht wahr? Ich rücke mir den Drahtspitz mal wieder zurecht. Ach so. Ihr seid also in der Lage, das Schwert zu führen? Blicke ein wenig auf meine schwarze Hand hoch, dann wieder zu Jasper. Ich denke nicht, nein. Ich glaube nicht mehr, dass irgendjemand in der Lage dazu ist, aber das Schiff braucht einen Steuermann. Wie der Zufall so will, vielleicht könnte ich es ja führen. Es wäre zumindest eine Option, die ich euch großmütig anbiete und meine Seele in den Pool werfe. Es ist natürlich ein Wagnis, aber ich bin es bereit, für euch einzugehen. Ihr, Jasper. Ihr, der ihr nach jedem Halm greift, der mich vorbeitreibt. Habt ihr denn eine andere Wahl? Zähne knirschen. Nein. Sprecht das mit Kohlrab ab. Ich will ihre Meinung dazu hören, ob es sicher ist. Dann nickt er wieder, verbeugt sich tief. Du kannst die Falschheit nicht mehr kennen. Und damit geht er ab. Möchte Romilly dann nach drinnen kommen oder was hat Romilly als nächstes vor? Romilly bleibt erst einmal eine Weile nachdenklich draußen zurück und sammelt die Grasbüschel auf ihr ein. Drei Grasbüschel. Sie sind mit dir verwachsen und du merkst, wenn du sie rausziehen möchtest oder von dir runterstreichen möchtest, sie sind mit dir verwachsen. Okay, das ist seltsam. Sie greifen mit kleinen Widerhaken in dein Fleisch und du merkst, ja, jetzt wo du gerade auch aus seinem Kampf kommst, an dem du fast dein Leben riskiert hast, das könnte dich jetzt umbringen, wenn du sie nacheinander rausziehst. Nein, ich lasse sie lieber drin. Sterben wollte man noch nicht, das ist interessant. Bedauerlicherweise hat man auch nicht die Kraft, sich das Ganze
andere Weise näher anzusehen. Nun, aber ich kenne da jemanden, der vielleicht ein wenig Ahnung haben könnte. Und begebe mich dann mit meiner Eule zurück zum Schiff in Richtung Steuerturm. Ein gerne mal einen Besuch abstatten. Ja, du erinnerst dich noch ein bisschen an die Gespräche. Du hast ja mit Magister Brindigi ein wenig zu tun gehabt, aber eventuell könnte er sowas wissen. Er ist ja sehr Maraskan-kundig. Vielleicht könnte man ihn auch suchen. Weißt doch, wo seine Kabine ist. Hast ihn immer nur kurz beim Essen getroffen. Er war sein sehr stiller Zeitgenosse. Zumindest in deiner Umgebung. Aber zumindest gehst du erstmal wieder aufs Schiff. Nein, Magier werde ich nicht aufsuchen. Nach den Begegnungen mit Kohlraab und Jasper dem Wandelbaren ich doch ein wenig Abstand zwischen die Gelehrten und mir vor. Nach oben zum Steuerbaum also. Genau. Gut, dann schauen wir uns erst einmal an, was Ahmad und Magister Kohlraab tun. Ja, sie betritt ihre Kabine, vor ihr aufgebaut ein sehr großer Tisch, der allen Dimensionen spottet. Darauf ein Pergament, größer als jedes, was du bisher gesehen hast, noch miteinander auch ja, verschmolzen und viele, viele Zeichen, die darauf sind, mehrere Pentagramme, die darauf sich befinden, verschiedene Symbole in verschiedensten Sprachen und dann tritt sie an diesen Tisch heran und streicht einmal drüber. Es sind auch mal mit verschiedenen Schriftfarben gearbeitet worden, kannst auch verschiedene Handschriften erkennen, also zusammengetragen von vielen Händen. Okay. Das, Ihre Gnaden, ist der wahre Name dieses Schiffes. Daran habe ich gearbeitet. Alles? Man schaut sich sehr fasziniert diesen gesamten Tisch an und dieses gesamte Pergament, das da drüber aufgerollt ist. Ja, du weißt nicht, wo du anfangen kannst. Es gibt kein Anfang, kein Ende. Es ist irgendwie kreisrund. Aber bei einem Kreis weißt du natürlich auch nicht, wo du anfangen musst. Es gibt auch merkwürdige Winkel, in dem sowas absteht. Wieder einige Verschnörkelungen, die in sich greifen, Schleifen bilden. Du kannst dieses Pergament selber nicht begreifen. Es ist einfach nicht möglich, dass du es begreifst. Ja, Ahmad würde da versuchen, wahrscheinlich jetzt irgendwie so ein, zwei Minuten versuchen, da irgendwas herauszufiltern. Irgendwelches Wissen. Scheitert dann und meint dann zu Magistra Kohlraab, und wieso ist dieses Wissen verschlossen vor den Augen der anderen? Vertraut ihr ihnen nicht? Ich vertraue euch. Das muss reichen. Die letzten Konsequenzen, die sich hier auf dem Schiff vor einiger Zeit ergeben haben, waren doch dahingehend, dass ich mich dazu entschieden habe, euch zu vertrauen. Nun, ich habe einen Taktierer zum Kapitän ernannt. Ich weiß nicht, ob das eine kluge Wahl war. Das war sie nicht. Trotzdem habt ihr euch gegen Yalan entschieden. Ihr entscheidet euch auch gegen Yalan? Ich weiß nur, dass seine Entscheidungen nicht weise waren. Dass ihr den Schwindelleinern des Paktierers aufgesessen seid, mag verzeihlich sein, denn nun, sie belügen alles und jeden.